Hallo zusammen, hier ist wieder Tilla und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg Fragmentarische Feengeschichte und diesen finden wir einmal und erkunden und dann Shadowlands. Für das Achievement müssen wir insgesamt 5 Bücher finden und diese 5 Bücher bekommen wir von 5 verschiedenen Mobs im Ardenwald, die ein bisschen seltener sein können und die droppen jeweils ein Buch. Das Buch kriegen wir dann und können eine Quest bekommen und mit dieser Quest müssen wir dann zu einem NPC gehen und zwar hier nach oben, das abgeben und dann haben wir das Achievement. Diese 5 Mobs werde ich euch jetzt zeigen, wo sie auch an den Positionen sind. Wie gesagt, es kann sein, dass die bei euch nicht da sind, dann müsst ihr ein bisschen warten bzw. ein bisschen Server hoppen. Ich mache das jetzt extra ein bisschen später abends und habe auch schon das erste Buch mir eingeheimst. Ich befinde mich nämlich hier einmal auf den Koordinaten 50, 41, da war das erste Buch. Und zwar, ihr seht, das ist hier so ein bisschen, ihr müsst da so hoch zu so einem kleinen Nest laufen. Und hier war ein Büchlein, und zwar das Reisetagebuch. Und das hieß auch so, der Mob, den müsst ihr umklopfen. Das ist einfach so ein kleines fliegendes Buch. Die Quest haben wir jetzt einmal gestartet, die müssen wir oben abgeben. Und dann müsste ich auch schon den ersten Haken beim Reisetagebuch haben. Dann kommen wir zum zweiten Buch und zwar habe ich das jetzt hier auf der Straße gefunden. Hier seht ihr, so hat das erste auch in etwa ausgesehen. Das patrouilliert hier gerade die Straße hoch und runter. Und zwar sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 54, 43. Ich weiß halt jetzt nicht, wie weit es hoch und runter läuft, aber das heißt hier, das ist die Geschichte. Jetzt muss ich mal gucken. Genau, das ist das zweite, die Geschichte. Das müssen wir umklopfen, das kann ich dann euch auch gleich zeigen, wie das mit der Quest aussieht. Die haben ein bisschen mehr Leben, so 50 bis 70k Leben. Ich glaube, das andere war jetzt um die 50, das hat jetzt eher hier 70k. Das boxen wir auch noch um. Ich dachte jetzt erst, dass es hier unten ist, aber es patrouilliert anscheinend tatsächlich hier die Straße so entlang, ne? Also da haben wir vielleicht ein bisschen Ausschau nachhalten. Kann natürlich sein, dass es bei euch gekillt ist. Ich habe es jetzt, wie gesagt, alles ein bisschen später angegangen, nach 0 Uhr, dann hat man ein bisschen weniger Konkurrenz, ist ein bisschen weniger Leute unterwegs und das macht es einen Ticken einfacher. Gut, das looten wir und ihr seht, auch hier haben wir eine Quest und diese Quest müssen wir jetzt auch wieder hier oben beim selben NPC abgeben. So, dann sind wir am nächsten Spot und zwar habe ich hier einen frechen Schwank gefunden. Ich zeige euch jetzt auch die Koordinaten. Wir sind jetzt hier in der Nähe von dem Flugpunkt. Hier unten auf den Koordinaten 51, 55. Und hier ist so eine Fuchshöhle, seht ihr das? Und da habe ich den frechen Schwank gefunden, den looten wir und kriegen die nächste Quest. Übrigens, kleiner Bonustipp, was ihr machen könnt. Einfach in Gruppen reinhoppen, wenn das Buch nicht da sein sollte. Also bei mir war es nicht da, dann habe ich den Warmode ausgemacht. Könnt ihr übrigens hier oben auch machen, Warmode ausmachen, falls ihr ihn anhabt. Dann seid ihr auch in einem anderen Phasing. Und Bonustipp, falls er dann nicht da ist, bei Quests rein, Ardenwald eingeben und dann Gruppe join, raus, Gruppe join, raus, bis halt der Mob da ist und nicht hier 5 Stunden rumstehen und warten. Ne? Das ist so der kleine Bonustipp. Dann kann man solche Sachen auch ganz gut farmen. Dann sind wir am vierten Spot. Und zwar sind wir jetzt hier unten auf den Koordinaten 40, 42. Da müsst ihr ins Amphitheater reinlaufen und dann hier runterspringen zu dem Wasserfall. Und da ist der eskapistische Roman, da sie es rausbringen. Eskapistischer Roman, so heißt er. Und ja, das ist unser viertes Ding. Ich versuche es euch jetzt nochmal kurz zu zeigen. Also, wenn ihr hier in das Amphitheater reinlauft, dann lauft ihr durch und dann habt ihr hier oben diesen Balkon, ihr springt runter und zwar nicht ganz runter, sondern in diese mittlere Ebene und da ist er links drin. Ja? Ich bin jetzt auch wieder in eine Gruppe reingehoppt und habe ihn dort gefunden. Auf meinem Server war er nämlich nicht da. Also, wie gesagt, hier so ein bisschen die Gruppen im Tool über die Quest-Sachen zu hoppen, macht tatsächlich Sinn. So, dann haben wir jetzt die letzte Erzählung gefunden, beziehungsweise die abschweifende Erzählung heißt die. Und zwar zeige ich euch mal, wo wir sind. Wir befinden uns einmal hier auf den Koordinaten 38, 39, und zwar hier oben. Und da müsst ihr nach oben laufen, und zwar über das Lager hier hoch. Und dort ist die Erzählung auf dem mittleren Teilstück. Und wir kriegen die letzte Quest dadurch. Hier kann ich es nochmal anklicken. Abschweifende Erzählung heißt der Mob. Und hier bei den Koordinaten 37, 39, so in etwa, auf dem Dreh befinden wir uns. Und hier halt, ne,
Hochlaufen ist jetzt nicht so kompliziert tatsächlich. Gut, wir haben alle fünf Dinger eingetütet und jetzt würde ich sagen, gehen wir sie ab und dann müsste ich auch das Achievement bekommen. So, dann sind wir jetzt beim Quest-NPC und zwar sind wir hier oben auf den Koordinaten 36, 22 und dort können wir jetzt unsere Quest abgeben. Ihr könnt natürlich wegen jeder Quest einzeln hochlaufen, aber ich habe jetzt erst alle geholt, dann müssen wir nur einmal hin. 1, 2, 3, 4, 5 und tada, da ist das Achievement und ja, damit haben wir es eingetütet. Wie gesagt, bei mir ging es relativ schnell. Über Gruppenhoppen war tatsächlich der Schlüssel zu dem Ganzen. Dann müsst ihr auch nicht auf den Spawn warten. Wie lang der genau ist, weiß ich nicht, aber der kann auch teilweise schon ein bisschen länger sein. Deswegen dazu campen, kann man machen. Hoppen ist da, denke ich mal, die Angelegenheit, die schneller zum Ziel führt. Ja, dann sind wir fertig mit dem kleinen Achievement und auch mit dem Video dementsprechend. Und ja, ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Teller, bis zum nächsten Mal. Ciao.